Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Let's Talk for Real. Mein Name ist Markus Gerhards vom Immobilienmanager und wie man an meinen Schuhen unschwer erkennen kann, sind wir heute auf dem Land. Natürlich bin ich nicht alleine, sondern bei mir ist wie immer die wunderbare Miriam Boll von Texto & Talks und wir haben einen ganz besonderen Gast heute, der Vorstandsvorsitzende von Gegenbauer. Fritz Lange, herzlich willkommen auf Schöntal. Lieber Fritz, du bist Vorstandsvorsitzender bei Gegenbauer, einem der größten Facility Manager in Deutschland. Du bist auch Jäger und Förster. Dein wahrer Stolz sind deine Frau und deine drei Töchter. Aber was die wenigsten eigentlich wissen, ist, dass du auch Gutsbesitzer und Biobauer bist und wir sind heute auf Hof Schöntal. Und freuen uns sehr, dass wir hier sein können und möchten ganz gerne zuerst fragen, ja, im Facility Management und in der Immobilienwelt dreht sich sehr viel um den Klimawandel im Augenblick und um Nachhaltigkeit. Was bedeutet denn Nachhaltigkeit für dich? Ja, Nachhaltigkeit ist eigentlich ein Modewort. Was man hier so sieht, ist alles nicht so modern. Aber es gibt schon lange und es hat sich bewährt und deswegen ist es auch nachhaltig. Wir betreiben hier Milchviehwirtschaft unter anderem. Und das ist natürlich ein schwieriger Markt. Trotzdem sorgen wir dafür, dass es unseren Tieren gut geht. Und darüber hinaus ist natürlich Landwirtschaft und Forstwirtschaft etwas, was zusammengehört, genauso wie die Bewirtschaftung des Wildbestandes. Und das tun wir hier an dieser Stelle schon seit ich ein Kind bin. Und das ist schon ganz schön lange her. Gibt es denn Erfahrungen eigentlich, die du als Biobauer machst, die du in dein anderes berufliches Leben in die Immobilienwelt übertragen kannst? Die Erfahrungen als Bauer sind durchaus Erfahrungen, die man auch im Wirtschaftsleben nutzen kann. Weil ein Bauer führt ein Wirtschaftsunternehmen. Und ich glaube, dass viele Dinge sich deswegen übertragen lassen, weil sie sich über Jahrhunderte bewährt haben. Eine Dreifelderwirtschaft zum Beispiel macht ja Sinn, weil man teilweise Flächen ruhen lässt, damit sie sich erholen können, dass sie nicht überausgebeutet werden, bevor man sie wieder dann mit einer anderen Fruchtfolge neu bestellt. Ich möchte ein gutes Gewissen haben, wenn ich in meinen Stall gehe, wenn ich sehe, dass die Tiere sich dort wohlfühlen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für ein Unternehmen. In einem Unternehmen ist der Unternehmenserfolg ganz maßgeblich abhängig vom Faktor Mensch. Wir haben über 18.000 Mitarbeiter und diese Mitarbeiter sind das Pfund in unserem Unternehmen. Die Betriebstreue, die Zuverlässigkeit, all das sind Dinge, die uns auch im Wettbewerb unterscheiden von anderen. Das erfordert natürlich auch eine Sorge um die Mitarbeiter. Man muss sich kümmern, man muss auch da sein für die Mitarbeiter, gerade jetzt in Corona-Krisenzeiten. Fritz, du bewirtschaftest hier auch jede Menge Wald. Was bedeutet der Klimawandel für dich? Wir stehen sozusagen vor dem personifizierten Klimawandel. Da hinten wird abgeladen. Das sind vertrocknete Bäume. Wir haben über 80, teilweise 100 Jahre gewartet, bis diese Fichten in der Stärke gewachsen sind. Und in den letzten drei trockenen Sommer sind diese Fichten abgestorben. Und durch die Trockenheit hat sich dann der Schädling der Borkenkäfer hier vermehrt. Nur mal, dass man ein Gefühl bekommt, früher hat ein Festmeter Holz im Verkauf ungefähr 80 bis 100 Euro gebracht und heute bringt er 6 Euro. Das sind also dramatische Veränderungen, die man in einer Forstwirtschaft erstmal verkraften muss. Was heißt das denn jetzt wirtschaftlich für dich? Du hast gesagt, für das Holz bekommt man heute viel weniger als früher. Trotzdem bist du für dieses ganze Land verantwortlich. Welche Konsequenzen siehst du daraus? Ja, das hier ist eine Subvention. Wir räumen den Wald ab und das Aufforsten, das Neupflanzen kostet auch noch mal Geld und wir wollen auf jeden Fall hier, um nachhaltig zu agieren, nicht mehr in Fichte investieren, sondern in Laubholz. Fritz, du hast gerade gesagt, wie schwierig das ist, so einen Hof zu bewirtschaften, gerade in der jetzigen Klima- und Nachhaltigkeitssituation. Das klingt für mich nach, man muss in Teilen mehr ausgeben, als man einnimmt. In der normalen Wirtschaft wäre das nicht lange möglich. Wie ist denn das gerade im FM? Mit den ganz engen Margen ein unheimlich schwieriges Feld und hartes Geschäft im Moment, oder? Ja, gerade in der Corona-Krise hat sich das FM als Helfer, als guter Dienstleister bei den Kunden natürlich bewährt. Weil jeder redet über die Mitarbeiter, die im Krankenhaus, im Pflegedienst arbeiten, aber unsere Mitarbeiter machen die Wartung der Aufzüge, der Brandschutzklappen und aller notwendigen technischen Einrichtungen auch in Krankenhäusern.
Die Firma Gegenbauer hat viele namhafte Krankenhäuser in der Bewirtschaftung und muss auch da technisch garantieren, dass es weiter funktioniert. Der Coronavirus hat ja auch eine Mensch-Tier-Komponente. Meinst du, dass wir den Umgang mit den Tieren ändern sollten? Ja, Corona ist natürlich ein gutes Beispiel, dass sich Seuchen übertragen. Und überall da, wo Mengen, Massen zusammenkommen, egal ob das Menschen sind oder Tiere, besteht natürlich die Gefahr der Übertragung viel leichter. Ist auch eine Frage der Ethik, hat nichts nur was mit der Seuche jetzt zu tun. Die Tiere sollen sich sehr wohlfühlen, dazu brauchen sie einen gewissen Lebensraum. Wenn man an manche Formen der Schweinehaltung denkt, ist das einfach asozial. Und ich glaube, dass wir auf unserem Betrieb ein ganz gutes Beispiel sind, dass es auch anders geht. Du bist seit vielen Jahren Chef und Unternehmenslenker und da gibt man die Richtung vor, ne, und trifft Entscheidungen. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Wann kriegt denn Fritz-Klaus Lange auf dem Bauernhof mal gesagt, wo es lang geht? Ja, hier auf dem Bauernhof gibt es natürlich Spezialisten, die das besser können als ich. Wir machen vieles auch gemeinsam. Baldowern auch, hecken gemeinsam aus, was investiert wird und was wir uns leisten können. Und das funktioniert über Jahre gut. Ja, das war's wieder bei Im Let's Talk for Real. Heute bei unserem Gast oder besser Gastgeber Fritz-Klaus Lange auf Gut Hof Schöntal. Zum Abschied eine Bauernweisheit. Kräht der Hahn auf dem Mist, ändert sich das Wetter? Oder es bleibt, wie es ist. Kräht der Hahn auf dem Mist, bleibt das Wetter, wie es ist? Nein. Kräht der Hahn auf dem Mist, ändert sich das Wetter auf dem Mist? Ich fasse es nicht. Wir kennen uns seit Kindertage. Hörst du auf? Jetzt hat er ins Mikrofon gebissen.